Die Dose ist offen. So, Freunde, Deckel kann fast zu. Eigentlich ist alles fertig, was fertig sein muss. Alles rangelötet. Gut, bis auf den Stecker, aber den machen wir halt ran, wenn wir das Ding zuklappen. Das ist hier Stromzufuhr für den DSP. Alles soweit fertig, bis auf den USB-Patch. Wie ich gerade schon erwähnte, der ist noch nicht da, weil Amazon noch Jahre braucht. Ich überlege, weil ich es wirklich jetzt zu Ende machen will, ob ich jetzt nicht einfach das mitgelieferte Kabel, was halt leider ganz schön lang ist, einfach ja, vielleicht hier durchschneide und daraus ungefähr ein so kurzes Kabel mache, dass es wirklich nur als USB-Patch gilt. Weil ich will jetzt nicht ewig auf das Kabel warten, was von Amazon kommt. Ich will es fertig haben, deswegen überlege ich, ob ich das mache, weil USB hat ja an sich nur 5 Pole. Deswegen sollte es auch löttechnisch eigentlich kein Problem sein. Ja, das machen wir jetzt. Wir präparieren das jetzt und machen das kürzer und dann können wir auch das Ding immer zumachen. So, logischerweise müssen wir auch gucken, wie lange wir das Ganze machen. Deshalb stecken wir den mal provisorisch hier rein und gucken jetzt mal, wie lang das Kabel sein muss. Also ungefähr so. Bis hier nur. Gut, dann können wir eigentlich hier das Ganze schon abteilen, weil wir noch einen Rest von dem Micro-USB-Stecker brauchen. Gut, machen wir. Nehmen wir unseren schön großzügigen Seitenschneider, klappen den hier ab. Das gleiche auf der anderen Seite. Sollte reichen. Und jetzt isolieren wir das Ganze wieder ab. Immer erstmal lieber zu groß als zu klein. Erstmal testen, ob das läuft. Jo, das klappt sehr gut. Isoliert ruhig eine ganze Menge ab, weil gerade bei 5 Polen braucht ihr auch ein bisschen Platz zum Löten. Da ist es einfach scheiße, wenn ihr das super eng ist. So, haben wir. Das machen wir logischerweise auf beiden Seiten. Jetzt falten wir das hier mal auf, den Schirm, und sehen, dass wir hier 4 Pole haben, plus die Erde. Das ist der einzelne Pol hier. Scheint ein sehr billiges Kabel zu sein. Aber gut, so ist es nun mal. Der Moment der Wahrheit. Wir werden gleich herausfinden, ob wir jetzt auf diesen Winkelstecker von Amazon angewiesen sind oder ob das doch gerade so passt mit der Tiefe, weil das ist doch super, super lang. Ich habe erstmal mit Kabelbindern, dass ich praktisch so rumfixiere, dass das Kabel wirklich in die Richtung weggeht und nicht nach hier. Ich hoffe, das passt. Wenn nicht, müssen wir leider doch einen Winkelstecker nehmen. Das sieht deswegen so komisch aus mit dem Gaffer hier, weil ich habe alle Pole zusammen gemacht mit Schrumpfstoch, alles ordentlich. Aber hier ist überall noch so ein bisschen Spuren von der Erde und ich finde nicht, dass das mit dem Netzteil sich verbindet. Deswegen Gafferraum gemacht und Kabelbinder, damit sich das Gaffer nach der Zeit sich nicht löst. Und ja, jetzt würde ich sagen, haken wir das mal aus dieser kleinen Halterung hier aus. Stecken jetzt den Stecker auch rein, dass der DSP auch Strom kriegt. Jetzt haben wir wirklich alles, was wir verkabeln müssen, intern verkabelt. Und jetzt bin ich gespannt, ob es hier irgendwelche Komplikationen gibt. So, mal gucken, ob das alles so passt, wie ich mir das denke. Es knarzt ein wenig. Scheiße. Der USB ist zu lang. Mann, fuck. Fuck, fuck, fuck. Ich konnte es mir schon denken. Ah. Mega mäßig ärgerlich. Gut, dann werden wir jetzt halt auf das USB-Kabel intern verzichten und erstmal so 2, 3 Schrauben reinmachen, damit das erstmal nicht auseinanderfällt. Und müssen dann halt darauf warten. Was mir auch schon aufgefallen ist, ich habe jetzt so oft mit schmutzigen Händen hier gearbeitet, weil man will auch nicht nach jedem Mal alle 5 Minuten zum Waschbecken rennen. Ich werde am Ende nochmal hier alles abkleben und nochmal eine Schicht Warnex draufhauen auf die Box. Dann ist die wirklich richtig hübsch und fabrikneu gefühlt und dann kann man das auch so lassen. Gut, schrauben wir erstmal ein bisschen provisorisch rein, haben wir die schon mal fast fertig, bis auf das scheiß USB-Kabel. Mann, das regt mich echt auf. So, nachdem ich nur alle Rückwände für die Box wieder zurück zurecht geraspelt habe, weil das ja alles sich ein bisschen verzogen hat, dass auch jede Rückwand in jeden Cube passt, haben wir jetzt auch die Löcher reingebohrt für unsere Speak-On-Buchse. Problem ist nur, dass die Speak-On-Buchse 23 mm Durchmesser hat, aber es gewöhnlich nur 22er, 24er Bohrer gibt. Und genau diesen 23er habe ich eben nicht gehabt. Deshalb haben wir jetzt 22er Löcher gebohrt, haben uns eine Feile genommen, das noch ein bisschen zurecht geraspelt und dann halt der falsche. Und dann passt der Bums hier auch perfekt rein und wir können unsere Buchsen verschrauben. Jetzt falle ich erstmal jede Rückwand zurecht, dass wir auch die Buchsen da rein können. Dann werden wir die Rückwände einleimen, dann können wir alle Tops finalisieren. Dann können wir alle Tops final lackieren und dann die Buchsen reinschrauben, Kabel ranlöten und dann sind die Topteile auch schon fast fertig. Wenn meine Fighter FW32 ja nicht mal ankommen. Die sind schon tagelang unterwegs und kommen einfach nicht an. Echt blöd. Weil ohne Chassis ist die Box auch nichts wert. So, jetzt fallen wir hier die ganzen Klambammen passend zusammen. Ich wollte sagen, zurecht. Und immer zwischendurch mal gucken, ob es auch passt. Yes! Nice!
So, ich hatte gerade überlegt, wie wir jetzt am sinnvollsten das Ding hier hinten auf Distanz reinsetzen, weil wir haben ja das große Problem, dass wir auf allen vier Seiten leimen müssen und das Ding ja in einem gewissen Abstand hier rein muss. Dann habe ich wie auch bei der Schallwand, wenn wieder hier alles markiert, die ganzen Stellen, dass ich praktisch weiß, wie weit ich damit rein muss. Das Ding ist aber so dünn, dass es, glaube ich, ziemlich schnell mit Leim irgendwo nach hinten klappen würde. Das will ich nicht. Ich habe mir ausgerechnet, dass ich ungefähr 8 mm rein muss mit dem Ganzen, damit die Buchse praktisch plan mit der Kante hier vorne ist. Jetzt habe ich mir gedacht, hey, 2 mm machen den Braten auch nicht fett. Da gucke ich lieber, was ich hier vom Kantholz übrig habe, von den kleinen Stoffrahmen, die wir für die Tops bauen. Ich schneide mir so zwei, drei Stücken ab, lege den Quadrat da runter und mache das mit dem Verfahren, dass ich praktisch dieses Kantholz als Abstandshalter nehme und sozusagen das Ding hier reinlege. Na? Dann packe ich die Box praktisch so auf den Tisch, habe hier drunter praktisch hier die ganzen Holzkeile zu liegen, die den Abstand zwischen der Kante und dieser Wand hier herstellen. Dann kann ich es von oben praktisch runterdrücken und weiß genau, dass ich an jeder Kante den gleichen Abstand habe. Das werde ich machen, ist am einfachsten, am effektivsten, am schnellsten und vor allem auch am genauesten. Genau, dann leimen wir jetzt die ganzen Anschlusspanels oder die Anschlussfelder hinten ein, weil den Rest haben wir ja schon gemacht und dann können wir streichen. Leute, ich kriege hier echt die Krise, muss ich sagen. Also eigentlich habe ich mir einen neuen Warnex-Lack bestellt, schwarz, weil ich baue Parallel-2-Anlagen. Übrigens, falls sich jemand wundert, warum ich an einem Tag nicht so viel schaffe, ich baue Parallel-2-Anlagen. Logischerweise zeige ich euch nur eine, ist ja klar, weil es ja Quatsch, das einmal zu zeigen, weil es ja genau das gleiche ist. Aber um auf den Punkt zu kommen, ich habe mir einen Warnex-Lack bestellt, schwarz. Ich wusste, dass ich noch was da habe, aber ich wusste nicht, dass der noch halb voll ist und fast vielleicht für die ganze Anlage reicht. Ich kriege ihn ums Verrecken nicht auf. Guck mal bitte, wie misshandelt ich diese Dose schon habe. Was war denn das für ein Satz? Guck mal, wie ich die Dose schon misshandelt habe. Ich habe mit Zange da rumgerupft und Schraubendreher und freigekratzt und alles. Ich krieg sie ums Verrecken nicht auf. Also jetzt habe ich noch eine Idee, die vielleicht helfen könnte. Wenn ich so außen vielleicht so ein bisschen freihaue. Alter. Sie geht nicht auf. Ah. Ohne Scheiß, guckt euch doch mal diesen Kack hier an. Hier hochgehebelt, hier. Wobei, hey, langsam kommt sie. Langsam. Dann habe ich auch schon mal mit einer Zange hier ein bisschen rumgerupft. Boah, Alter. Problem ist, wenn ich die jetzt so aufmache, kriege ich nie wieder zu, ey. Oh, habt ihr das gehört? Da hat sie Luft gezogen. Vielleicht ist sie jetzt einfacher zu öffnen. Nö, natürlich nicht. Jetzt mache ich einfach den hier. Ja, schwarzer Schraubendreher. Ja, komm! Warte! Komm, komm, komm! Das kann doch nicht wahr sein! Oh. Alter! Die Dose ist offen. Und ich habe keine Geduld mehr, auch keine Kraft mehr. Aber guten Warnex schmeißt man nicht weg, kostet nämlich einen Haufen Kohle. Also so wirklich Lack ist das auch nicht mehr. Ich rühre schon ewig viel Blöder, aber es ist nur wie so ein. Aber es ist nur wie so ein komischer Glibber. Also wirklich schöner Lack wie der Weiße ist das nicht. Naja, vielleicht reicht es für den Bassreflexport. Aber geil ist das wirklich nicht. Bäh. Ist ein bisschen wie Gummimasse oder so. Keine Ahnung. Eklig.